tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Uhafnir vor. Uhafnir ist die Weiterentwicklung von FM und hatte dieses einen Flugdrache-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Eis, eine Schwäche gegen Drache, Fee und Gestein, eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Kampf und Käfer, eine Doppelresistenz gegen Pflanze sowie eine Immunität gegen Bodenattacken gibt. Das erste, was bei Uhafnirs Basiswerten ins Auge sticht, ist die enorme Initiative. Es hält auch den Rekord als schnellstes Drachen-Pokémon im Spiel. Ansonsten hat es einen brauchbaren Spezialangriff und durchschnittliche Defensivwerte. Der Angriff ist zwar sein schwächster Wert, allerdings vertrete ich die Meinung, dass man Uhafnir auch durchaus physisch spielen kann. Die EV verteilt man hier in Angriff und Initiative, dazu ein frohes Wesen, um die Inne zu maximieren. Als Fähigkeit wählt man am besten Schwebe durch, um Delegator und Screens umgehen zu können. Im Moveset habe ich hier Drachenklaue, Akrobatik, Eisenschweif und Klauenwetzer. Klauenwetzer erhöht Angriff und Genauigkeit um je eine Stufe, damit Uhafnirs Angriff auch auf ein brauchbares Level kommt. Drachenklaue und Akrobatik sind Step-Attacken. Letztere hat eine Basisstärke von 110, wenn das Pokémon kein Item trägt. Eisenschweif ist Coverage gegen Fee, Eis und Gestein und nach einem Klauenwetzer liegt die Genauigkeit dieser Attacke bereits auf 100%. Als Item hat man hier mehrere Möglichkeiten. Eine Zitrusbeere wäre wohl die sicherste Wahl, da diese einfach aus, sobald die KP unter 50% fallen. Der Fokus gehört löst nur aus, wenn die gegnerische Attacke ein One-Hit ist, und sofern Uhafnir von irgendetwas geschwächt wurde, kann es sein Item nicht mehr verlieren. Der Akku ist hier noch eine interessante, aber auch situationsbedingte Wahl. Er löst nur aus, wenn das Pokémon von einer Elektroattacke getroffen wird und steigert anschließend den Angriff um eine Stufe. Als letzte Alternative kann man hier auch überhaupt kein Item auf Uhafnir spielen, um ohne Voraussetzungen von der Akrobatik profitieren zu können. Die Spielweise von diesem Uhafnir beruht größtenteils auf dem Überraschungseffekt, da auf Uhafnir ziemlich jedes Spiel ein spezielles Set erwartet. Werft Uhafnir am besten in irgendein Drachen-Pokémon rein. Da Uhafnir das schnellste Drachen-Pokémon ist, wird euer Gegner erstmal rauswechseln und mit etwas Glück eine spezielle Wall reinwerfen. Nutzt die Switch-Runde für einen Klauenwetzer. Je nachdem, was nun vor euch steht, greift ihr entweder an oder falls wirklich eine spezielle Wall vor euch steht, boostet ihr einen weiteren Klauenwetzer und fangt anschließend an, den Gegner mit starken Attacken zu bombardieren. Dieses Set wird nur vom bulkigen Stahl-Pokémon effektiv gestoppt, da diese allerdings anfangs aus Angst vor einem Flammenwurf nicht in dieses Uhafnir reinwechseln wollen, bleiben jedoch immer ein paar Runden Zeit, um einmal ein wenig draufzuhauen. Gute Teampartner für Uhafnir sind generell Pokémon, die Tarnsteine wegfegen können. Ansonsten könnt ihr Uhafnir in ziemlich jedes Team packen. Das war's jetzt von meinem Uhafnir und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.